Hallo, liebe Zuschauer, in diesem Video dreht sich alles rund um das Krimi-Dinner. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Teil. Weil in den letzten Monaten, Jahren ging immer wieder das eine oder andere Video online, wo ich euch über ein Spiel berichte, was wir absolviert haben. Es gab auch einige Fotos zu den Bereichen Krimi-Dinner. Abhängig von der Spieleranzahl, Schwierigkeitsgrad, wie läuft das Ganze denn ab? Was lohnt sich denn überhaupt? Und jetzt in diesem Video einfach mal zusammengefasst, was wir so die letzten 3, 4 Jahre gespielt haben. Ein paar Impressionen, was natürlich auch für euch durchaus interessant ist. Und ein paar Tipps, ein paar Hinweise, weil oftmals stellt sich die Frage, Krimi-Dinner, boah, muss ich mich jetzt da verkleiden, Kostüm, kann ich da nicht so hingehen? Muss ich mich da vorbereiten? Da muss ich mich doch verstellen. Das geht nicht, ich schaffe es nicht, in eine Rolle zu verkörpern. All das waren meine Argumente. Ich habe mich viele Jahre geweigert, beziehungsweise hatte gar keine Lust, überhaupt an Krimi-Dinner teilzunehmen, weil ich mochte das nicht, mich da verkleiden, noch vor Ort zu gehen und eine Rolle anzunehmen, die ich vielleicht nicht möchte. Vielleicht bin ich auch der Verdächtige und muss mich da verstellen, aber ehrlich antworten. Und der ganze Ablauf, da verstelle ich mich, das funktioniert doch nicht. Ja. Es hat funktioniert. Ich bin jetzt nicht bei jedem Krimi-Dinner die letzte Zeit dabei gewesen. Viele Grüße jetzt auch an die Andrea, die insbesondere das Ganze liebevoll aufbereitet, immer wieder anpasst, sich wirklich Kostüme anschafft, sich in Unkosten wirft, um das Ganze wirklich perfekt darzustellen, muss man wirklich sagen. Teilweise bei der Andrea, teilweise auch bei anderen Orten. Ich war nicht überall dabei, aber ich habe jetzt auch mal ein bisschen rumgefragt. Eine eigene Gruppe, WhatsApp-Gruppe haben wir mittlerweile auch zu dem Thema. Schon ein bisschen verrückt, wie sich das Ganze entwickelt hat, aber man muss nicht zu jedem Krimi-Dinner, man muss sich nicht unbedingt verkleiden, man muss jetzt nicht unbedingt in die Rolle nehmen, das hängt immer vom Fall ab, vom Spiel ab, von den Abläufen, vom Einstieg, ja, und wenn da welche mitspielen, die schon mehr Erfahrung haben, da habe ich doch gar keine Chance. All diese Themen möchte ich euch jetzt hier vorstellen und fangen wir einfach an, auch mit einigen Impressionen natürlich, auch mit einigen Hinweisen und vielleicht auch mit einigen Boxen, die es euch vielleicht erleichtert, in diese Welt von Krimi-Dinner einzuhauchen, ohne vielleicht da gleich ein komplettes Krimi-Dinner daraus zu machen. Vielleicht wollt ihr einfach nur einen geselligen Abend mit 2 Stunden verbringen, ohne euch anzuziehen, aber ihr habt einfach Spaß, einfach mal sowas zu absolvieren. All das ist möglich und deswegen steigen wir auch gleich ein bisschen chronologisch. Vielen Dank an alle, die jetzt mitgeholfen haben, die mir Informationen geliefert haben, weil das erste Krimi-Dinner war im Jahr 2019. Bei uns zumindest Pasta und Pistolen, Murder, Mystery, Party, Kosmos. Und für viele, auch für der Andrea, für mich ein einmaliges Erlebnis, liegt vielleicht auch an der Erinnerung, weil es der erste Fall ist, dass es ein Spiel. Viele Spiele sind ab 16 Jahre, weil da gilt es ja immer, einen Mordfall zu lösen. Aber dieses Spiel war ausschlaggebend mit 8 Personen. Und das war zur damaligen Zeit wirklich ein Problem, auch die weiteren Jahre, die jetzt da kommen, dass man da einfach immer eine gewisse Anzahl von Personen vorgeben muss. 6, 7, 8 Personen, die muss ich erstmal an den Tisch kriegen. Und Corona lässt grüßen, da waren natürlich auch Unterbrechungen, das war gar nicht mal so einfach. Aber dieses Spiel, ohne jetzt zu viel zu verraten, ist auf jeden Fall, zählt für uns, beziehungsweise wo wir gespielt haben, zu den bisher besten, auch aus Sicht der Andrea, weil das hat natürlich richtig Laune gemacht und da hat man immer noch Erinnerungen. Und wenn man das überlegt, das war 2019, liegt also schon eine Weile zurück. Aber auch andere Spiele, Verlage brauchen sich da nicht sträuben, weil es ging letztendlich Ende des Jahres 2019 gleich weiter mit das Varieté des Todes. Black Stories Partyspiel, auch ab 16 Jahre, 6 bis 7 Personen. Es gab andere Verlage, die sind aufgesprungen. Es gibt mittlerweile mehrere, wenn man das heutige Jahr dann denkt. Aber auch dieses Spiel kam gut an, war spannend gemacht. Natürlich benötigt man gewisse Vorbereitung, sich in die Rolle reinzuversetzen. Und ich werde im Abschluss noch was sagen, was sich denn lohnt. Der eine oder andere erwartet es vielleicht, aber erst einmal euch einen Überblick zu geben, weil es gibt unterschiedliche Themen und lasst euch da vielleicht auch ein bisschen von dem Thema leiten. Vielleicht auch, wenn es um den Bereich Krimi-Dinner 2020 geht, mit Roter Teppich ins Verderben, Pegasus Spiele hat da auch ein Spiel rausgebracht, da ging es schon ein bisschen runter, 6 bis 8 Personen. Es gibt Hinweise, wenn eine Person fehlt, welche Person man nicht nehmen darf, damit das auch funktioniert. Also ihr könnt auch durchaus zu 6, zu 7 spielen, nicht zu 8, weil dann werden einfach gewisse Dinge weggelassen und das gibt die Anleitung durchaus sehr gut dann her. Casanovas letztes Mal, altes Venedig, Top-Verlag, und es rangiert, ja, laut Andrea und Rückspiel
Aussprache auf Platz 2 aktuell mit 5 bis 8 Personen ab 16 Jahre. Ist also auch durchaus mal dem Thema geschuldet, je nachdem, wie man sich da verkleiden konnte, wollte. Bleibt jedem selbst überlassen. Sind das natürlich tolle Kostüme. Weiter ging es 2020 mit dem Spiel Ruhe in Frieden, Sherlock, Black Stories, Party, 6 bis 7 Personen. 16 Jahre. Wie gesagt, ich müsste jetzt wirklich nachschauen. Einige Bilder blende ich ja ein. Und das war natürlich auch wirklich klasse gemacht. Und immer wieder neue Personen. Wir hatten nicht immer den gleichen Kreis an Personen. Das waren immer wieder neue Leute. Es waren, glaube ich, sogar mal 2 Personen dabei, die Theater spielen. Hobbymäßig teilweise auch. Das war auch klasse, da mal beizusitzen, wo ich gedacht habe, boah, ich sag lieber nichts an dem Tisch. Das ist ja richtig klasse. Also es war eine tolle Erfahrung. Liebe Grüße an alle, die jetzt auch das Video sehen. Es war echt toll. Tödliche Geschmacksverirrung, bunte 90er, Top-Verlag. Und ja, das kam nicht so gut an. Das hing auf ein bisschen an der Story, nicht weniger an den Leuten, aber die Story muss auch passen. 5 bis 8 Personen, 16 Jahre. Das war jetzt nicht so ein Spiel, wo uns da völlig überzeugt hat. Aber da bietet ja auch Top-Verlag sehr viele weitere Spiele. Ich komme ja auch gleich noch zu weiteren Spielen. Und dann sind wir schon im Jahr 2021. Ihr merkt, ich spule das vor, um natürlich ein paar Impressionen zu geben, aber ein paar Eindrücke und am Schluss ein paar wichtige Infos euch zu verkünden, weil tödlicher Wein, manchmal habe ich noch die Verpackung, manchmal braucht man sie nicht mehr, weil man spielt es ja einmalig, man kann das jetzt nicht unbedingt weitergeben, je nach Verlag kann ich die Einladungen, die Heftchen durchaus weitergeben, wenn man sich nicht unbedingt Notizen macht, aber tödlicher Wein ist ja eine bekannte Reihe, da hat auch Kosmos Fuß gefasst in diesem Bereich von Krimi-Dinner, 6 bis 8 Personen, ein Abend 16, ab 16 und das war so der Einstieg mit Kosmos, viele weitere Spiele, da haben sie einiges herausgebracht und Tödlicher Wein war auf jeden Fall eines der Spiele, wo auch wirklich gut gemacht wurden oder sind, aber dazu später mehr. Wir sind wieder übergegangen zum Top-Verlag, das zweitbeste mit einem Abgang königlich 5 bis 8 Personen, also man merkt, am Anfang waren wir bei 7, 8 Personen, mittlerweile werden das immer weniger. Dieser gesellige Abend sollte auf jeden Fall vorhanden sein. Also zweitbeste für die Andrea, dann ging es weiter mit Diamanten zum Dinner. Das war, ja, ich muss gerade Verlag, Chibo. Ja, da gab es in dem Fall auch nicht nur Verlage, sondern auch Händler bieten das an. Chibo Verlag, Diamanten zum Dinner für also genau 6 Personen. Da ist man wieder gezwungen, genau das Raster einzuführen. Aber das hat einen besonderen Vorteil. Das hatte sogar ein ganzes Rezeptbuch dabei mit englischen Gerichten. Das war für den einen oder anderen auch verlockend und das wurde ja auch gespielt. Dann ging es weiter mit Swing mir den Jazz vom Tod, die goldenen 20er Jahre. Da war ich jetzt nicht dabei, das mit Abstand beste Spiel aus Top. Gerade habe ich es kritisiert und schon kommt das beste Spiel. Habe ich es nicht hier sogar? Hier, so sieht das aus. Teilweise, wie gesagt, noch die Verpackung, wo ich dann euch zeigen kann, sonst blende ich das ein. 5 bis 8 Personen, 3 bis 4 Stunden, die spielen sich ja unterschiedlich. Ich komme nachher zu den anderen Spielen, da gibt es auch unterschiedliche Angaben. Golde 20er Jahre, da haben sich manche richtig in Schale geschmissen bei diesem Spiel. Auch mit Rezept-Pest. Playlist für die 20er Jahre Stimmung, Variante für mehr als 8 Personen. Steckbrief zum Download, da hat man sich weiterentwickelt. Da muss man das jetzt weitergeben, das Buch, komme ich gleich dazu, habe ich ausführlich gemacht, schon in einem separaten Video, sondern da gab es auch Download-Links, wo man dann einfach verschicken kann per Nachricht. So, jetzt muss ich schauen, dass ich nicht durcheinander komme vor lauten Spielen, weil wir sind schon im Jahr 2022 angelangt. Mörderisches Klassentreffen. Das habe ich auch hier, manche Boxen habe ich auch hier. Das heißt, Jahrgang 2010. Und hier haben wir ein Spiel für 8 Personen. Ja, ab und an hat es gepasst von der Gruppe. Klar, wir haben mittlerweile auch eine hohe Personenanzahl. Schreiben rum, wer Lust und Zeit hat natürlich. Und das war auch ein Spiel letztendlich, was den schnellen Spieleinstieg gewährleistet. 8 Rollenhefte, 8 Einladungen mit Briefumschlägen, wenn man das will. 8 Tischkärtchen, 5 geheime Hinweise. Optional begleitendes Audiomaterial. Das hat sich immer weiter und immer fortentwickelt. Auch bei diesem Spiel und auch beim nächsten Spiel. Bin ich wieder bei Kosmos. Scheint anscheinend auch nicht schlecht zu sein. Kosmos, Kuchen für eine Leiche, 6 bis 8 Personen, 16 Jahre. Also auch hier natürlich mit Begleitheft und Audio und sonstigen Dingen durchaus auch ein Spiel. Göttliche Antike, wir sind dann wieder übergeschwenkt zum Top-Verlag. Und jetzt ging es runter. 4 bis 6 Personen, 16 Jahre. Oder Las Vegas, Mord bei Tisch,
für 5 bis 7 Personen. Und ähnlich auch, jetzt, wie gesagt, das ist eine Reihe, die zusammenhängt, wie jetzt Las Vegas Mord bei Tisch und Zirkus Mord bei Tisch auch 6 bis 8 Personen. Und jetzt habe ich euch schon einige gezeigt und vielleicht auch ein paar Impressionen euch gegeben, ein paar Eindrücke gegeben, auch wie dekoriert wurde, das müsst ihr nicht unbedingt machen. Aber wenn ihr jetzt bei Cosmos-Spielen bin, sind es wirklich die Spiele, und das wurde auch mir bestätigt, deswegen spicke ich hier immer die ganze Zeit, die als Einstieg ideal sind. Abhängig von der Personenanzahl sind die Cosmos-Spiele als Einstieg ideal. Die haben Begleitheft, da kann man durchlesen, kann sich dann überlegen, wie man das selber dann rüberbringt, weil letztendlich bin ich erst einmal am Tisch und so fange ich an. Ich habe meine Rolle, ich habe meine Informationen, ich weiß, ob ich Täter oder Täterin bin. Und das Ganze wird gespielt über mehrere Akten. Ich verweise da gerne auf ein separates Video, wo ich sogar noch mal ausführlicher darstelle, wie das Ganze abläuft. Aber ich habe mein Rollenheft, meine Informationen und dann steigt man einfach in den Abend ein mit mehreren Gängen. Man muss auch nicht unbedingt was essen, aber man versetzt sich in die Rolle und kommt dann relativ zügig klar. Dank diesem Rollenheft, wie es beispielsweise bei Cosmos ist, kann ich weiter plättern. Ich möchte jetzt euch nicht zu viele Informationen liefern. Der eine oder andere will es vielleicht noch spielen. Und da spielt man die einzelnen Akte. Und ich bekomme im Verlauf dieser Partie, im Verlauf dieser 2, 3 Stunden, je nachdem, wie lange er spielt, mehrere Informationen. Und am Ende geht es natürlich darum, den Täter zu entlarven. Wir stimmen meistens gemeinsam ab und schreiben uns eine Notiz auf, wer wohl der Täter, die Täterin ist, wer sich verdächtig gemacht hat. Es können auch mehrere Täter übrigens sein. Da gibt es auch Spiele. Also es wartet die eine oder andere Überraschung durchaus auf euch. Und da hat man einfach einen gemütlichen Abend gemeinsam. Und am Schluss geht man wieder als normale Person dann vom Tisch runter und hat dann hoffentlich einen unvergesslichen Abend. Und da, wie gesagt, empfehlen sich auf jeden Fall die Cosmos-Spiele, die auch begleitet sind durch eine App. Ist für den einen oder anderen durchaus ein Vorteil. Nachteil, je nachdem, wie ihr es sehen wollt, aber als Einstieg super. Und was hier auch nochmal als Hinweis dabei steht, ihr müsst da genau schauen, was ihr da lest. Nicht, dass ihr es vorlest, weil je nachdem gibt ihr auch schon quasi die Lösung schon parat, beziehungsweise von euch. Also achtet da genau drauf, bereitet euch ein bisschen vor, ein paar Minuten. Mehr braucht ihr nicht vorbereiten, aber was ihr da habt, was ihr dann vonstatten gibt, und dann fällt es als euch Einstieg leichter. Bei Top habt ihr jetzt gerade gemerkt, für und wieder gab es da. Da braucht man auf jeden Fall Erfahrung. Erfahrung, das habt ihr auch gemerkt, beziehungsweise haben wir gemerkt. Es war gut, dass wir das schon mit ein bisschen Erfahrung dann gespielt haben. Was auch der Vorteil ist bei den Boxen, man kann Nebenrollen erstätten. Und natürlich, ja, habt es teilweise gesehen, die besten Kostüme, Wahnsinn teilweise. Das bietet sich auf jeden Fall bei Top an, aber eure Entscheidung. Mord bei Tisch, was ich jetzt vorhin auch gesagt habe, diese Reihe Las Vegas und Zirkus sind auf jeden Fall aber auch sehr einfach und zugänglich. Ist immer Geschmackssache natürlich. Und die Black Stories, die haben natürlich, wie man es kennt, immer einen gewissen schwarzen Humor. Das muss nicht jeder mögen, das gehört einfach dazu. Aber die sind vom Schwierigkeitsgrad natürlich etwas schwieriger, was das Spiel dann angeht. Es gibt natürlich bei weitem noch weitere Spiele. Wie gesagt, teilweise präsentiere ich, teilweise habe ich Bilder, wie zum Beispiel Tödliches Versprechen. Und auch hier, und da merkt man es jetzt deutlich mittlerweile auch, was den Jahrgang 2022, 2023 angeht, hier übrigens von Pegasus Spiele. Das ist jetzt für mich auch der Punkt. Und jetzt könnt ihr es auch zu viert spielen. 4 bis 6 Personen. Achtet auf die Hinweise. Spielzeit auch hier 120, 180 Minuten. Anfänglich haben wir da 3, 4 Stunden gespielt. Mittlerweile ist die Spielzeit auch wirklich deutlich nach unten gegangen. Oder auch hier ein weiteres Spiel mit 4 bis 6 Personen, ja, das neue Krimi-Dinner. Und für 4 bis 6 Personen ab 16 Jahre 100 bis 160 Minuten. Das sind noch Spiele, die ihr gemütlich an einem Abend, ohne jetzt Krimi oder so, oder ein Dinner draus zu machen, wo ihr spielen könnt mit gewissen Besonderheiten. Es sind mittlerweile auch sehr viele kleine Verlage. Die Illustration steht hier nicht im Vordergrund. Das Inhaltliche steht im Vordergrund. Ich glaube, das habe ich euch auch schon separat vorgestellt, inklusive Audioinhalte. Also auch eine neue Möglichkeit. Hier haben wir übrigens einen weiteren Fall. Der Tote im See, ich glaube, das habe ich euch auch gezeigt. Ich glaube, in den Videos habe ich auch ein bisschen genauer erklärt, was man da machen muss. 4 bis 6 Personen, 16 Jahre, 90 bis 150 Minuten. Jetzt sind wir schon bei 1,5 Stunden. Oder auch hier diese Reihe, und die habe ich euch auch schon gezeigt, an dieser Stelle auch nochmal. Lasst euch da nicht von den Illustrationen, lasst euch einfach ein bisschen vom Thema leiten, von der Spieleranzahl. Weil hier haben wir ein Krimi-Dinner für 4 Personen und auch hier für 4 Personen. Der Mörder ist immer der Gärtner, beziehungsweise Sport ist Mord. Wenn ihr danach googelt, findet ihr sofort auch das Spiel. Die Verlage, die sind nicht überall im Handel. Und das sind Spiele, die könnt ihr auch locker an einem Abend, ohne euch verkleiden zu müssen, absolvieren.
Also, und vom Hintergrund eines Krimi-Dinners, und das habe ich auch in vergleichbaren Videos schon gesagt, geht es natürlich darum, dass man noch eine Einladung bekommt, die könnt ihr verschicken, je nachdem per Kurznachricht, per Mail oder ihr als Briefumschlag übergebt ihr es und dann bekommt ihr schon die Rolle mitgeteilt. In der Rolle steht drin, wie ihr euch verkleiden könnt, aber nicht unbedingt müsst. Dem einen oder anderen fällt es schwer, absolut. Und welche Rolle ihr habt, ihr bekommt ein paar Informationen über euren Charakter. Ihr bekommt aber nicht den ganzen Fall gezeigt, der wird sich im Verlauf dieses Spiels, dieses Abends, dieses Nachmittags dann zeigen und ihr erfahrt mehr über die Person, über die Hintergründe, über Täter, Täterin. Vielleicht wart ihr es auch selber, weil das bekommt ihr teilweise am Anfang, teilweise aber auch zum späteren Zeitpunkt erst mitgeteilt, dank eures Rollenheftes, was ihr natürlich für euch behält und wo ihr während des Spiels auch immer wieder spicken könnt. Weil ihr stellt euch gegenseitig Fragen, ihr spielt ein Rollenspiel und das ist uns am Anfang richtig schwer gefallen. Deswegen auch der Hinweis zu den Kosmosboxen, wo ihr beispielsweise Hinweise bekommt, wie ihr da reingeht in ein Spiel. Und da gibt es immer mehr Boxen und ich könnte euch noch so viele Videos vorstellen. Und deswegen habe ich gedacht, ich fasse es jetzt einfach mal an dieser Stelle ein bisschen zusammen mit ein paar Impressionen. Und sicherlich fehlt das ein oder andere Spiel, ich glaube bei uns jetzt eher weniger, aber was ihr schon gespielt habt, was wir vielleicht auch gar nicht absolviert haben, wo ihr ein paar Hinweise, Empfehlungen habt, dann dürft ihr es gerne als Kommentar schreiben, gerne auch mit der Spieleranzahl eurer Erfahrung, ohne natürlich zu viel zu verraten, weil die Reihe rund um Krimi-Dinner ist sehr beliebt, da gibt es sehr viele, da gibt es auch Veranstaltungen, gibt viele andere Verlage und da gibt es bei uns auf jeden Fall auch in Zukunft noch immer wieder das eine oder andere zu entdecken. Ja, gebt euch einen Ruck. Ich habe lang gebraucht, muss ich ehrlich sagen. Nehmt vielleicht erstmal was Einfaches. Ihr müsst euch da nicht verkleiden, wenn ihr jetzt hier irgendwas habt. Was habe ich jetzt gehabt? Pasta und Pistolen oder Klassentreffen, tödlicher Wein. Da braucht ihr euch jetzt speziell nicht anziehen, sondern könnt einfach ganz normal dann zu einem Abendnachmittag gehen, habt euer Rollenheft und lasst euch einfach mal darauf ein. Sicherlich kommt das eine oder andere Getränk dann auf den Tisch. Ihr könnt es unterbrechen, immer wieder mit mehreren Gängen oder macht eine Pause dazwischen. Aber spielen solltet ihr es auf jeden Fall komplett. Natürlich habt ihr den Fall dann gespielt. Ihr könnt die Box durchaus weitergeben. Es sei denn, habt ihr irgendwelche Dinge beschriftet oder Einladung geknickt oder verschickt. Dann natürlich nicht. Aber die Reihe bietet sich immer an, das auch durchaus weiterzugeben. Selber spielen wird man es natürlich nicht, weil man die Lösung, den Lösungsweg natürlich kennt. Aber gerne dann vielleicht mit einer anderen Gruppe. Spielt. Der Spaß steht hier absolut im Fokus und wie gesagt, entweder geht ihr ganz normal, macht es in einer legeren Gruppe, beziehungsweise eine lockere Gruppe und probiert es einfach mal aus. Vielleicht habt ihr Lust auf weiteres und vielleicht werdet ihr dann irgendwann so gut wie die Andrea, die dann sich wirklich in Schale schmeißt, alles dekoriert, alles vorbereitet, Informationen liefert, sogar Nachrichten über die Rolle nochmal sagt und wer noch was mitbringen kann, Ritterrüstungen und sonstiges und Ballkleider und Wahnsinn, von verrückt. Manche haben sich sogar eigene Pokale schon angefertigt, die jemand mitbringt als Accessoire, weil es diese Person dann verkörpert, Pokale bestellt. Also verrückt. Aber zu weit muss man ja nicht gehen. Aber es macht natürlich Spaß. Und ich hoffe, mit den Impressionen habe ich euch jetzt Lust gemacht auf ein Krimi-Dinner. In Kürze, in Länge. Der eine oder andere hat vielleicht jetzt was ganz anderes erwartet, aber es ging mir eher um einen Überblick euch zu verschaffen. Ein paar Impressionen, ein paar Eindrücke. Und ich bin gespannt auf jeden Fall auf eure Rückinfo. Immer mal wieder gibt es vielleicht das eine oder andere Video rund um Krimi-Dinner. Das wird nicht langweilig, aber ja, wie gesagt, regelmäßig machen wir das auch nicht so. Ja, ab und zu, alle paar Monate gibt es immer wieder ein Krimi-Dinner. Ab und zu bin ich dabei, manchmal nicht. Kann ja auch nicht überall dabei sein. Aber ich hoffe, die Art und Weise, wie ich es euch jetzt vorgestellt habe, macht euch jetzt vielleicht Lust auf so ein Dinner oder ohne Dinner. Aber ein paar Informationen habt ihr, es habt es euch notiert. Schaut auf das Thema, schaut auf die Personenanzahl, schaut auf eure Erfahrung und dann könnt ihr auch schon loslegen. Das in Kürze, das in Länge. Danke euch fürs Zuschauen, macht's gut und bis bald.